Ja, da mir es hier alles mit dem Trocknen ein bisschen lange dauert und ich nicht weiß, wo ich die langen Holzbretter lagern soll zwischendurch, werde ich jetzt eine Überkonstruktion bauen, damit ich darüber die nächsten Bretter schlagen kann. Genau. So Leute, jetzt wo das Holz getrocknet ist, kann ich das erstmal schön alles stapeln, damit die Zimmerleute das dann auch vernünftig anbauen können. Und meine Packkonstruktion werde ich wieder auseinanderreißen. Und danach muss ich dann noch für die Rollladenkästen die Stromverteilung wieder dosenbohren. Und noch die restlichen Dosen oben im Zimmer hier über uns bohren. Danach mache ich dann heute Feierabend. Ich denke, das ist spät genug, weil jetzt haben wir es ja auch schon wieder. Na, 20 vor 5. Und dann kann ich anfangen mit Schlitzen und Kabel ziehen. Yay! Die Dachrinnen sind mittlerweile schon angebaut draußen. Das kann ich euch ja noch mal kurz zeigen. Schöne Dachrinne. Also, bis gleich. So, nachdem die Bretter jetzt umgestellt sind, fange ich an, mache noch die letzten Bohrungen für die Dosen. Und zwar hier in diesem Raum. Und danach muss ich noch für alle Rollläden die Dosen bohren. Und dann ist das abgeschlossen. So ist es. Jonas ist jetzt übrigens weg. Aber trotzdem danke nochmal an dieser Stelle für die Hilfe heute. Ja. Und dann geht's jetzt weiter. Meine Rollladenkästen sind 250, also
25 cm hoch und deswegen setzen wir die mittig. Und zwar sind das dann 125 mm. Das ist hier. Und 15 cm nach hier. Das ist also genau in der Fuge. Ich finde das angenehmer, wenn die beiden Zieher, weil hier wird es erstmal nur Rollo-Zieher geben, diese Bänder. Und ich glaube, ich finde das ganz angenehm, wenn die beide hier mittig sitzen. Und deswegen zeigen wir den zweiten auch hier an. Also 15 cm von hier. Und 12,5 cm von hier. Und das wird nämlich die Vorbereitung, wenn das Ganze mal elektrisch umgerüstet wird. Aber das mache ich dann auch selber mal irgendwann, denn vom Fensterbauer soll das, glaube ich, pro Fenster ungefähr 600 Euro mehr kosten, wurde mir gesagt, und da denke ich, wird es noch eine günstigere Lösung später mal geben. Hier oben im ersten OG wird der Estrich mit Belag 15 cm dick. Also zeichne ich die Steckdosen hier oben auf 45 cm an. Dazu nehme ich natürlich meinen tollen Plan hier zur Hilfe. Und fange hier hinten an. Mal auf 15 cm aus der Ecke. Meine erste Kennzeichnung. Und dann alle 7 cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist da drin. Und nochmal 7. Also hier. Dann nochmal hier auf der anderen Seite. Auch wieder 15 cm. Jetzt kennzeichnet mir das. Das sind 2,42 Meter und 2,42 Meter geteilt durch 3. 80 cm sind hier und nochmal 80 cm sind hier. So Leute, das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. Und morgen geht es dann weiter. Jetzt ist spät genug. Es ist schon wieder stockdunkel draußen. Und der Tag war auch nicht der leichteste heute. Also daher, irgendwann muss auch mal Feierabend sein. Denke ich. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Bis dann. Ciao.